Frischer Wind zum 70. Jubiläum der Berlinale. Die neuen Leiter des Filmfestivals, Carlo Chatrian und Mariette Riesenbeek, stellen knapp 3 Wochen vor Festivalbeginn das lang erwartete Programm vor. Diese Pressekonferenz steht am Ende einer epischen und aufregenden Reise, auf der wir mehr als 6.800 Filmen aus der ganzen Welt begegnet sind. Und davon landen gleich 3 in Berlin spielende Filme im Wettbewerb. Schwesterlein mit Nina Hoss und Lars Eidinger, Undine von Christian Petzold und Berlin Alexanderplatz von Burhan Kurtani. Neben den 18 Filmen, die um den goldenen Bären ringen, hat die Doppelspitze eine neue Wettbewerbssektion ins Leben gerufen. Encounters soll Filme ehren, die sich von den traditionellen Produktionsformen abheben. Statt einer Bärentrophäe erhalten die Encounters Preisträger Plaketten. In der diesjährigen Berlinale gibt es 60 Filme weniger als 2019. Streaming-Plattformen bleiben 2020 auf der Strecke. Keine einzige Netflix-Produktion entsprach Chatrians künstlerischem Anspruch.